Herzlich willkommen bei Jagerloo. Wir sind Tyler und wir begrüßen euch zum zweiten Teil der Sendung. Weiter geht's mit einer ganz, ganz jungen Berliner Band namens Fräulein Paula. Ob sie so hübsch sind, wie sie klingen, werden wir sehen. Es sind keine Mädchen, also viel Spaß. Ende August wird die Band Fräulein Paula ins Studio gehen, um ihr erstes Album mit dem Titel Weltende Rauschen aufzunehmen. Und bei dem, was bislang zu hören war, darf man gespannt sein. Immerhin machen sie nach eigener Aussage Indie-Psychopop mit Kopfgemäldetexten. Er will wissen, was es ist und worum es geht. Doch das hat nicht zu heißen, weil er sie nicht versteht. Die Hauptsachen der Songs schreibe hauptsächlich ich. Zu Hause einfach, denke ich mal. Und wir schmücken die Songs im Proberaum dann sozusagen aus. Ich stelle die halt vor zuerst, so Grundgedanken, und dann bringt halt jeder so seine Ideen dazu. Dann schmeißt man meistens alles komplett über den Haufen und fangen nochmal von vorne an, und dann haben wir einen fertigen Song. Und davon gibt es schon so einige, die besonders von der Interpretation ihres Sängers leben. Frontmann Lars wirkt bei Live-Auftritten etwas verschroben und fragil, aber genau das ist es, was die Band ausmacht, anders zu sein. So, wir wollen natürlich irgendwie früher oder später, eher früher, irgendwie ein Album veröffentlichen. Lieder sind da. Suchen natürlich auch jemand, der uns ein bisschen hilft, irgendwie in diesem ganzen Geschäft klarzukommen. Sie halten ihn im Zaum, halten ihn im Bann, fesseln sein Verstand mit ihrem Fernsehprogramm. Also, ihr Produzenten da draußen, welche Gemälde entstehen bei euch im Kopf, wenn ihr Fräulein Paula lauscht? Frisch, schrammelig und einfach gut? Dann holt sie euch unter www.paularockt.de, live übrigens im Herbst wieder unterwegs.